Harald Orton, Leiter Exklusivvertrieb, Vertriebsdirektor. Nana Seifritz-Berger, Vertriebspartner Service. Verena Möstl, Verkaufsleiter Personenversicherungen. Philipp Urbanek, Versicherungskaufmann im Außendienst. Lisa Wissiak, Eventmanagement. Diplom-Ingenieur Anita Mücksch, Kundenservice Lebenleiterin. Julia Hadi, Helvetia Versicherungen, Schaden Elementar. Florian Patzer aus der Informatik. Christopher Hund, Schadenservice Elementar und Unfall. Martin Kruspel, Regionalleiter Agenturvertrieb Ost. Der Umgang mit ganz vielen verschiedenen Menschen und dass es dementsprechend sehr abwechslungsreich ist. Dass ich meistens etwas Neues kreieren kann. Dass ich sehr, sehr viel lernen kann. Jeden Tag aufs Neue. Dass es abwechslungsreich ist und dass ich viel mit neuen Menschen zu tun habe. Ja, jedes Jahr fürs Neue mit meinen Mitarbeitern und Partnern die Sterne vom Himmel zu holen. Auf jeden Fall schwierige Gespräche mit Kunden, wo man auf jeden Fall trotzdem die Ruhe behalten muss. Wenn kurzfristig Termine irgendwie abgeändert werden müssen, das alles in dem Time-Management unterzubekommen. Dass man tatsächlich Dinge, Einkommenssysteme gestaltet und dann auch sieht, dass die Leute erfolgreich werden mit uns. Die auf diese ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten einstellt, um dann gemeinsam produktiv arbeiten zu können und auch ein gutes Ergebnis zu erwirtschaften. Genügend Zeit für die Mitarbeiter zu haben. Prinzipiell jedem zu vertrauen, aber auch nicht immer alles zu glauben. Versetze dich in die Lage deines Gegenüber, um seine Reaktionen zu verstehen. Höre nie auf, Neues anzufangen. Genieße den Moment und schätze, was du hast. Einfach immer offen, authentisch mit den Kunden umgehen, weil ganz nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, so kommt das auch wieder raus. Manchmal vom Gas zu gehen. Mach eine Sache nach der anderen, auch wenn es gerade stressig ist. Kein Gegenstand, sondern die Gesundheit meiner Familie. Wenn ich nicht sentimental werde, dann sage ich mein Auto. Da wäre mir persönlich das Wichtigste Familie und Freunde. Wäre das eindeutig das Auto. Meine Gesundheit. Mein super cooles, ultra leichtes Rennrad. Dass sie mir die Chance gibt, mich zu entwickeln. Dass wir sehr klare Zielvorgaben haben. Wenn nicht nur eine Nummer im System ist, sondern halt irgendwie auch ja, Mensch, Person. Es ist ein traditionelles Unternehmen, das Beständigkeit vermittelt, aber trotzdem wird auch darauf geschaut, dass man modern bleibt und mit der Zeit geht. Dass die Arbeit geschätzt wird und man entsprechend auch ein Feedback bekommt. Dass ich in meinem Bereich sehr eigenverantwortlich arbeiten kann. Die Firmengröße und auch die Möglichkeit zur Weiterbildung. Die Unternehmenskultur, das familiäre Umfeld und die Benefits für Mitarbeiter. Ein sozialer, wertschätzender Arbeitgeber ist. Abzuschließen und das auch in die Arbeit besser einbringen zu können. Weiterhin einen guten Job zu machen. Und weiterhin so produktiv zu arbeiten. Mehr in meine Work-Life-Balance zu denken. Noch fleißiger zu sein und noch besser zu arbeiten als im letzten Jahr. Ciao. Also, ciao, Papa. Einfach klar. Helvetia.